Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr werdet es schon im Titel gelesen haben. Heute dreht sich alles um mein Pitbike. Deswegen Pitbike-Experte Nummer 1 Dario Giuseppetti natürlich auch mit am Start. Und ihr seht hier vielleicht, wir sind hier in einer etwas ungewohnten Umgebung, zwar in einer richtigen Werkstatt, weil, ja, wie soll ich das eigentlich erklären? Eigentlich ist das Pitbike noch gerade gar nicht da. Wir haben hier ein paar Sachen. Einmal hier ein bisschen Federbein, Endtopf am Start. Hier bei Dario haben wir die wichtigeren Sachen. Oh, den wunderschönen Rahmen am Start. Die schöner sind, genau. Ah, voll die Felgen am Start. Hier haben wir die Lager gerade eben schon reingemacht. Oh. Wie lange hast du an der Schwinge geputzt? Dreiviertel Stunde. Oh, ja, 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 ja. Und dann, also dreiviertel Stunde und 10 Minuten noch poliert. Geil. Richtig, richtig geil. Und wir werden jetzt hier, ihr seht es vielleicht auch, wir haben hier eine Hebebühne am Start. Wir werden jetzt quasi die ganzen Teile, die da drüben sind, hier raufbringen. Und das Pitbike in einem Video komplett zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber Dario meint, er hat das noch nie so gemacht. Er hat schon viele Dinge einzeln ausgetauscht. Aber jetzt gerade ist hier halt gerade wirklich nichts. Also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, da müsste das Pitbike stehen. Da ist halt nichts. Es ist alles einzeln. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich werde euch, glaube ich, jetzt einzeln immer ein bisschen mitnehmen. Es wird ein bisschen was aus Zeitraffer-Videos kommen und ein paar Detailaufnahmen. Womit fangen wir denn an? Das können wir schon mal erklären. Genau, wir waren ja schon ein bisschen fleißig, wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Haben schon mal das Heckrahmenteil an den Rahmen befestigt. Jetzt würde ich sagen, montieren wir erstmal die Reifen genau. Auf diese schönen Felgen. Yes. Dann sollte die Schwinge rankommen, dann versuchen wir so ein Grundgerüst zu bauen, die Gabel und der Lenkkopf. Und dann zum Schluss der Motor und alles weitere. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in ein paar Cinematic-Aufnahmen über, machen erstmal die Basis und so interessante Dinge wie Motor und so weiter können wir nachher nochmal erklären. Also, let's go in einem Video ein Pitbike zusammenbauen. Ich bin gespannt, was es wird. So Leute, kurzer Zeitsprung. Zeitraffer ist erstmal vollbracht. Das Bike steht auf 2 Rädern. Wir waren schon mächtig produktiv, muss ich sagen. Es sieht jetzt schon richtig geil aus mit dieser Schwinge, wie so ein Prototyp, ey, hier. Absolut geil. Jetzt geht's gleich an diesen wunderschönen Motor. Was ist das für ein Motor? 140 Kubik, circa 12 PS. Aha. Jo. Viergangschaltung, kennst du ja. Und ja. Ja. Wir sind dabei. Wir bauen uns jetzt an. Auf geht's. Leute, es nimmt langsam Form an, Motor ist mittlerweile schon ganz gut angeschraubt, Tank kommt jetzt und so weiter. Dario hat jetzt hier noch eine kleine Überraschung für mich und zwar nicht den normalen Vergaser, sondern schon ein Upgrade-Vergaser. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Das ist ein Molkt-Vergaser, das ist so eine kleine Mikuni-Imitation. Der ist, also normalerweise sind 26 mm Vergaser verbaut, das ist jetzt 28 mm. Okay, und sorgt dafür mehr Dampf, besseren Lauf? Ein bisschen besseren Einlass, ein saubereres Gasverhalten, weil die ja schon immer untenrum ein bisschen ruppig sind. Ja gut, bauen wir ein. Und obenrum solltest du dann auch ein bisschen mehr Dampf haben. Geil, let's go. Es fehlen ein paar Sachen und zwar müssen wir noch mal einen Sicherungsstift besorgen für die Hinterradbremse. Die Vorderradbremse besorgen, ich glaube, die liegt noch bei Stefan. Und
Was müssen wir noch machen? Dekor. Dekor. Dekor kommt noch, kommt vom Motocrump. Und wir machen jetzt gleich noch die Sitzbank drauf. Dann ist es erstmal fertig, noch nicht fahrfertig, aber wir haben heute auf jeden Fall viel geschafft. Ich würde sagen, wir beenden das Video mal damit, indem wir einfach checken, ob das Ding überhaupt läuft. Hoffentlich. Hoffentlich. Also wir gucken mal, machen kurz Sprit rein und dann sehen wir weiter. Ja, machen wir ruhig schon ein bisschen. Okay, stopp. Ja, siehst du, da läuft schon. So Leute, es gibt einen kleinen Zeitsprung. Wir sind hier gerade in Oschersleben und ja, der Motor ging nicht, beziehungsweise was heißt der Motor ging nicht, und zwar hatten wir einen Tank, der leider ja sehr stark getroffen hat, und das wollten Dario und ich uns nicht geben. Deswegen haben wir jetzt nochmal einen neuen frischen Tank angebaut und jetzt seid ihr live dabei, wie wir das Ding mal ordentlich starten. Sound schmeckt richtig und irgendwann die nächste Zeit werde ich auf jeden Fall auch ein Video machen, vielleicht mit David auch zusammen. Lieben Dank schon mal fürs Zusammenbauen. Ja, sehr gerne. War dann doch zeitaufwendiger als gedacht, aber dafür haben wir echt einen fetten Rahmen, also wirklich das Grün mit dem Blau. Es kommt auch noch ein Dekor im nächsten Video oder übernächsten Video. Ultra fett. Ich würde sagen, ich gebe dir mal kurz die Kamera. Ja, ich wollte gerade sagen, lieber du kickst das schöne Stück mal an. Ich kick jetzt einfach mal. Der Moment. Beim ersten Mal. Alter Schwede. Endlich, ich habe so Bock zu fahren. Mal gucken, vielleicht geht sie auch nach Spanien wieder. Muss ich noch mal gucken. Ich will auf jeden Fall ordentlich mit Bike fahren. Und ja, so ist sie ja noch echt angenehm, aber... Ultra sexy. Ultra sexy. Gut Leute, damit wollen wir auch das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Überblick vom Zusammenbau. Es ist tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ich würde es mir jetzt noch nicht selber zutrauen, aber irgendwie ist es cool, dass es so... Ja, alles so klein ist und nicht so viel Kabel und alles. Es gibt ein paar Tricks, die habe ich jetzt auch schon gelernt, wie man hier zum Beispiel den Kabelzug richtig anbaut oder auch schon im Video, wie man das mit dem Motor macht, worauf man achten muss und so weiter. War auf jeden Fall cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder ein schönes Schraubervideo. Im Winter kommen wahrscheinlich auch ein paar Racebike-Projekte. Wir haben ja auch einen kaputten R6. Dementsprechend, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Danke an Dario. Schaut gerne bei der Moto Race Academy vorbei. Spanien läuft, ne? Ja, Spanien könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da gibt es dann auch wieder ordentliche Trainings-Action. Also, yes. Schaut rein und ciao!